Ja, wir haben jetzt bereits eine Solaranlage laufen. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Das hier ist jetzt die einfachste Möglichkeit, wie man den Strom auf die einzelnen Geräte verteilen kann. Wir sehen hier aus einem alten Sicherungskasten solche Verteilerleisten. Also wir haben hier solche Metallleisten mit Schrauben drin, wo wir einfach Kabel anklemmen können. In der Mitte vom Bild sieht man bereits oben die Hauptleitung. Darüber wird der Solarstrom eingeschweißt. Das sind 4 Quadratmillimeter Kabel. Wie bereits öfter erwähnt, je dicker, desto besser. Also 4 sollten es, denke ich, mindestens sein. Und im unteren Bereich sind einfach meine ganzen Geräte, die ich hier in meinem Bastelbereich benutze. Das heißt also Mikrocontroller, Relais oder ähnliches. Einfach direkt fest dran geklemmt. Das kann man hier im Bastelbereich natürlich machen. Allerdings ist es natürlich nicht so schön, um in der Wohnung zu verteilen. Und zwar benutze ich in den Bereichen solche Teile hier. Das sind solche Dreifach-Kfz-Verteiler, wie man sie relativ günstig im Handel finden kann. Ich habe das Ganze fest dran geschraubt in dem Fall, beziehungsweise an anderen Stellen gelötet. Wenn wir uns den mal genauer ansehen, dann sehen wir hier links haben wir auch noch einen USB-Port. Den habe ich allerdings umgebaut und mit einem Schalter versehen, da der nicht unbedingt sehr effizient ist. Das heißt, den kann ich hier einzeln ein- und ausschalten. Und dann haben wir natürlich, wie der Name schon sagt, diese 3 Bordsteckdosen oder Zigarettenanzünder, wie sie auch gerne genannt werden. Und da lassen sich fertige Geräte einstecken, die es zuhauf am Markt. Ja, dieses China-Teil hier hat ein paar Nachteile. Und zwar zum einen hier das Kabel. Wenn man hier so drauf schaut, sieht es noch halbwegs vernünftig aus. Wenn man es aber isoliert, sieht man spätestens, dass da nicht allzu viel Kupfer drin ist. Und da sollte man nach Möglichkeit keine höheren Ströme drüber machen. Innen drin besteht das Ganze allerdings aus etwas dickerem Blech. Das hält durchaus ein bisschen was an Strom aus. Das heißt, ich werde hier direkt ein Kabel an die Blechteile dran löten und damit hier diese ganze Konstruktion ersetzen. Und der zweite große Nachteil ist der USB-Port. Der ist zwar ab und an ganz praktisch, aber selbst wenn nichts angeschlossen ist, also im Leerlauf, werden da mehrere Milliampere an Strom verbraten. Und gerade wenn es um Akkubetrieb geht, also zum Beispiel in der Nacht, da ist auch jedes Milliampere wertvoll. Ja, wie gesagt, das Kabel wird ersetzt und ich habe mir dann noch ein bisschen was am Zubehör hier organisiert. Und zwar einmal hier solche Schiebeschalter. Diese werde ich hier ins Gehäuse einbauen, da ist noch ein bisschen Luft. Und so mir eine Möglichkeit schaffen, diese USB-Funktion an- und auszuschalten. Und diese kleinen Blättchen hier, das sind selbstrückstellende Sicherungen. Diese hier halten 8 Ampere Dauerstrom aus. Peakstrom müsste ich jetzt nachschauen. Auf jeden Fall hatte ich sie so dimensioniert, dass sie auslösen, bevor die Schmelzsicherung in meinem Hauptsicherungskasten der Solaranlage rausfliegt. Das heißt, hier ist nochmal ein integrierter Schutz. Und die Sache bei hier diesen PFRAs, ich glaube PTC oder so heißen die standardmäßig, diese Sicherungen stellen sich zurück, sobald der Fehler weg ist. Ja, hier mal ein kleiner Blick ins Gehäuse selbst rein. Man sieht, dieses Kabel, was von draußen kommt, ist direkt hier an diese Blechteile für negativ und die Platte für positiv dran gelötet. Und von dort aus gehen nochmal Kabelchen an diese Platine hier. Das ist die ganze USB-Funktion. Man sieht einseitig alles Bauelemente, die durchgehen. Und ja. Ich nehme an, die meisten, die sich ein bisschen damit auskennen, haben es schon vermutet, aber das hier ist ein 78L05, also ein kleiner linearer Spannungsregler. Nicht unbedingt das effizienteste am Markt, aber tut seinen Job. Und ja, ich werde halt einfach hier die positive Seite abmachen und den Schalter dazwischen bauen.
Noch als kleine Warnung zwischendurch, wenn man sich hier die Platine ansieht, sieht man, dass man keine Diode sieht. Das heißt, das Ding ist nicht verpolungssicher, also bitte richtig rum anklemmen. Mit Sicherung und Schalter ausgestattet, kann das Ganze dann verteilt werden, wie zum Beispiel hier an meiner Werkbank, in meiner Bastlerecke oder auch in anderen Räumen, wie zum Beispiel der Küche, unter dem Küchenschrank und natürlich nicht zu vergessen, im Wohnzimmer möchte man natürlich auch noch ein bisschen Strom haben.